Reinhard Bütikofer, Mitglied des Europäischen Parlaments. Am 26. Mai wählen wir Deutschen unsere 96 Abgeordneten für das neue Europaparlament. Wie nehmen Sie aktuell so, Sie sind gerade im Wahlkampf, Sie sind auch heute in Köln, gleich auf der Schildergasse. Wie nehmen Sie so aktuell den Wahlkampf wahr? Sind die Leute schon richtig empathisch für Europa und für die Europawahl? Ich bin sicher, wenn Sie jetzt hier auf dem Platz vorm Dom fragen würden, würden wahrscheinlich viele nicht genau das Datum sagen können, zu dem die Europawahl stattfindet. Aber ich spüre ein wachsendes Interesse trotzdem. Ich war viel im Osten unterwegs, in Mecklenburg-Vorpommern. Da war das Interesse deutlich höher als vor 2-3 Jahren bei anderen Wahlkämpfen. Ich erlebe auch, dass ganz viele Stimmen aus der Wirtschaft massiv dafür werben, dass diesmal die Menschen zur Wahl gehen. Deswegen bin ich ganz positiv gestimmt, was die Wahlbeteiligung betrifft. Ich glaube, es wird gelingen, die diesmal wieder ein Stück nach oben zu bringen, weil einfach sich doch das eine Fundamentale über diese Wahl rumspricht. Diesmal geht es nicht um ein Nebenereignis. Diesmal geht es um eine fundamentale Richtungsentscheidung, wohin Europa gehen soll. Und nachdem viele sich vielleicht allzu bequem darauf ausgeruht hatten, dass Europa doch eine wunderbare Sache ist und dann bös überrascht wurden durch den Brexit, gibt es heute eine gewisse Trotzstimmung zu sagen, dieses Europa ist uns was wert, wir engagieren uns stärker, als wir das früher gemacht haben. Deswegen findet man zum Beispiel in Umfragen das bemerkenswerte Ergebnis, dass die Europäische Union heute bei den Deutschen populärer ist als jemals in den letzten 35 Jahren. Jetzt haben die Grünen einen Spruch auf ihre Wahlplakate geschrieben: Komm, wir bauen das neue Europa. Ist das alte eine Ruine oder warum wollen sie ein neues Europa bauen? Wie sieht das aus vor allen Dingen? Naja, es ist schon so, dass es natürlich bei aller Liebe zu diesem Projekt und bei allem Respekt vor der großen Arbeit mehrerer Generationen, die dieses Europa möglich gemacht haben, gerade die Gründungsväter nach dem Zweiten Weltkrieg haben ja da bemerkenswerte historische Weitsicht bewiesen. Trotzdem kann man nicht drüber wegsehen, dass vieles auch nicht funktioniert in Europa. In allen unseren Gesellschaften wird die soziale Spaltung größer. In allen unseren Gesellschaften haben wir Schwierigkeiten mit Rassismus und Ausgrenzung. Wir haben Schwierigkeiten, auch die eigentlich naheliegende Erkenntnis, dass wir mit dem Klima nicht weiter trödeln dürfen, wenn wir vermeiden wollen, dass es ganz furchtbar wird beim Klimawandel, die in praktisches Handeln umzusetzen und da zu sagen, wir wollen das Versprechen, das Europa ja ist, erneuern. Wir brauchen einen neuen Schwung und wir wollen auch alle die mitnehmen, die jetzt zeigen, dass sie sich da gern engagieren. Nicht zuletzt die jungen Leute, die jetzt freitags für eine Energiepolitik und eine Klimapolitik demonstrieren, die auf der Höhe der Zeit ist. Das ist eigentlich, was wir signalisieren. Und ja, wir lieben Europa, wir stehen für dieses Projekt, aber wir wollen es erneuern, damit es eine gute Zukunft hat. Gehen wir mal zu Ihren inhaltlichen Themen. Industriepolitik ist so ein Thema. Sie hatten das gerade schon so angeschnitten, das soziale Europa gehört damit rein. Digital und ökologisch wollen Sie eine Industriepolitik aufsetzen. Ihre Schwerpunkte sind auch künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, um Nummer zwei zu nennen. Wie sieht Ihre Vorstellung eines Europas und einer Industriepolitik für Europa aus, die gelungen ist? Erstens, wir müssen das europäisch machen. Das ist ganz wichtig. Das hat zum Beispiel der Wirtschaftsminister Altmaier noch nicht ganz verstanden, der mit einer nationalen Industriestrategie daherkommt. Nur wenn wir europäisch die Anstrengungen bündeln, sind wir auf der Höhe mit den USA oder mit China oder anderen asiatischen Akteuren. Das Zweite ist, wir müssen mehrere Dimensionen einer notwendigen Reform verknüpfen. Sicherlich müssen wir die Digitalisierung meistern. Und da ist Cybersicherheit eine ganz entscheidende Frage. Ich kann kaum einen Mittelständler oder ein kleines Unternehmen überzeugen, sich auf die IT-Technologie einzulassen, wenn sie nicht eine erhebliche Gewissheit haben können, dass ihre
industriellen Geheimnisse oder ihr intellektuelles Eigentum da auch geschützt ist. Sonst sind sie morgen an die Wand gespielt von einem mächtigeren Konkurrenten. Wir müssen das aber verbinden auch mit der Ökoeffizienz. Digitalisierung erlaubt uns im Ökologischen bei der Ressourcenverwertung oder bei der Energie viel effizienter zu sein. Das muss zusammenkommen. Und es gibt auch diese soziale Dimension. Und ich glaube, dabei sollte im Zentrum stehen die Frage der Weiterbildung. Ich denke, es ist eigentlich auf der Hand liegend, dass in den nächsten Jahrzehnten jede und jeder Probleme haben wird, ohne Weiterbildung sozusagen Anteil zu haben und nicht abgehängt zu werden. Aber wie wird das finanziert, sodass es nicht ein privates Risiko ist für den Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin, sondern ähnlich wie zum Beispiel bei der dualen Berufsausbildung eine geteilte Verantwortung existiert zwischen Arbeitgeber und Staat und Individuum. Und an solchen Themen europäisch gemeinsam zu arbeiten, das ist, glaube ich, entscheidend dafür, dass wir auch in 5 oder 10 Jahren noch eine starke Industrie haben. Und ich will eine starke Industrie, weil die Partner sein muss für die Transformation, für die ökologische Transformation, die wir vor uns haben. Rohstoffpolitik ist da auch so ein Thema. Wenn man jetzt mal guckt, was die deutsche Autoindustrie macht gerade, da gibt es auch kritische Stimmen, die sagen, die verbandeln sich zu sehr mit China. China ist auch eines ihrer Themen. Und werden dann abhängig von den Rohstoffen aus China, zum Beispiel im Bereich der E-Mobilität. Sehen Sie da auch, dass Europa mehr gefordert ist und man nicht mehr so in nationalen Dingen? Ich sage nur mal E-Mobilität und der Stecker beim Auto ist ja so ein wunderbares Thema, der immer noch nicht einheitlich ist. Aber muss Europa da nicht auch gemeinsamer arbeiten? Ich bin absolut der Meinung, dass das ein ganz gelungenes Beispiel dafür ist, wie man, ohne es gleich zu merken, plötzlich hinten dran ist. In Europa hielt es lange Zeit niemand für notwendig, dass man in die Zellfertigung geht für Batterien. Machen ja die Koreaner von Samsung ganz gut. Und plötzlich schafft China für den eigenen Markt, der ja für alle Automobilunternehmen in Deutschland inzwischen der größte ist, eine neue Regel und sagt, in Zukunft kommen hier nur noch Elektroautos auf die Straße, die mit chinesischen Batterien fahren. Und plötzlich gerät man in die Gefahr der Abhängigkeit. Deswegen finde ich es gut, dass die Europäische Kommission gesagt hat, wir wollen dieses Feld nicht einfach den anderen überlassen. Wir wollen dafür sorgen, dass Europa auch in diesem Bereich technologisch mitspielt. 40% der Wertschöpfung im Elektroauto läuft über die Batterie. Wer die Technologie reingibt, der wird Schwierigkeiten haben, auf den eigenen Füßen zu stehen. Das ist ein schönes Beispiel, aber es ist ein Beispiel für eine größere Entwicklung. Die Kräfteverhältnisse, die wirtschaftlich auch politischen Kräfteverhältnisse international verändern sich gerade enorm. Und wir erleben die Wahrheit eines Satzes, den einer der Gründerväter Europas mal vor vielen Jahren gesagt hat. Der heißt Spark, war ein Belgier, und der sagte, es gibt in Europa nur 2 Sorten von Ländern. Die kleinen Länder und die Länder, die noch nicht wissen, dass sie klein sind. So geht es uns tatsächlich, und deswegen ist eine gemeinsame europäische Anstrengung ganz elementar. Und wir können aber, wenn wir das machen, tatsächlich Erfolge erzielen. Zum Beispiel vor 9, 8 Jahren gab es eine Krise bei der Versorgung mit bestimmten spezialisierten Industrierohstoffen, den sogenannten seltenen Erden. Wir haben damals, das habe ich mit angestoßen, auf der Ebene der Europäischen Union Wissenschaftler zusammengebracht, die sich gemeinsam angestrengt haben, wie man Recyclingstrategien entwickeln kann, damit die Abhängigkeit von diesen Rohstoffen, die wir selber nicht haben, geringer wird. Da haben wir Schritte nach vorne machen können. Heute gibt es Recyclingmodelle in vielen Bereichen, wo man vor 10 Jahren noch glaubt, es geht gar nicht. Und ich glaube, das ist überhaupt eine der wichtigen Strategien,
dass man mehr aus den Abfällen macht, dass man vielleicht gar keine Abfälle im eigentlichen Sinne mehr hat, sondern dass die Exkremente einer Industrie zu Sekundärrohstoffen für die nächste werden. Und das ist ein Leitbild, das meines Erachtens gerade auch in Verbindung mit der Digitalisierung von uns in den nächsten 5 Jahren massiv vorangetrieben werden muss. Haben wir auch gerade aktuell die Plastikmülldiskussion wieder, dass wir Plastikmüll nach Mittelasien sozusagen verschiffen. Waren Sie froh, als die EU die Plastikverordnung abgestimmt hat? Oder geht Ihnen das zu langsam noch? Müsste das nicht schneller gehen, bis das jetzt in 2 Jahren durch die nationalen Parlamente wieder ist? Naja, das kann man fast immer sagen. Das noch besser wäre noch besser. Aber auf der anderen Seite hat Europa da wenigstens mal angefangen, Nägel mit Köpfen zu machen. Viel zu lange haben wir uns ja gebrüstet mit Recyclingquoten, die gar nicht real waren. Wie viel Plastikmüll haben wir jahrelang nach China exportiert und gesagt, das ist recycelt, ohne nachzufragen, was damit eigentlich passiert. Irgendwann haben die Chinesen uns den Gefallen getan und die Grenze zugemacht für eine ganze Reihe von Fraktionen, die wir exportiert hatten. Das war vor mehr als einem Jahr. Inzwischen hat Indien nachgezogen. Ich finde es gut, weil es uns zwingt, an der richtigen Stelle zu bohren. Nämlich dort, wo man Müll einerseits zu vermeiden trachten muss und auf der anderen Seite, wenn man ihn nicht vollständig vermeiden kann, dann dafür sorgen muss, dass er wieder zurückverwandelt werden kann in einen Sekundärrohstoff. Bei bestimmten Dingen ist meines Erachtens das Verbot richtig. Wir haben auf der europäischen Ebene die 10 Anwendungen von einmal Gebrauch von Plastik, die am häufigsten an unseren Stränden dann wieder angeschwemmt werden, verboten, weil es Alternativen gibt. Bei anderen Stoffen würde ich sagen, ist eher eine Steuerlösung richtig, dass man das Recycling verbilligt und dass die Verschwendung teurer macht, indem man eine Plastiksteuer erhebt. Da gibt es sicherlich einen Instrumentenmix, aber ich glaube, an der Stelle muss man der Europäischen Kommission durchaus ein Plus ins Zeugnis geben, weil sie da schneller handeln, als viele Mitgliedsländer es für sich genommen tun würden. Außenpolitik. Kommen wir nochmal zurück zu China. Wir werden immer wieder bei Ihnen bei China landen, aber Sie sind auch Transatlantiker, so nenne ich das jetzt mal. Ja. Chinas Belt and Road Initiative ist zum einen geostrategisch, aber auch wirtschaftlich. Macht die Europäische Union oder ist den Menschen in der Europäischen Union überhaupt klar, was China da eigentlich gerade tut? Ich habe den Eindruck, dass wir in den ersten Jahren, so ab 2013, als das von China immer stärker propagiert wurde, vielfach blauäugig dran gegangen sind. Ja. China will in Infrastrukturentwicklung investieren. Na prima, das braucht man. Ja. Und vielleicht ist dem einen oder anderen da auch zu Recht aufgegangen, dass wir die Lücke mit geschaffen haben, die China jetzt zu füllen versucht, indem wir diesen Ländern in Zentralasien oder den Ländern in Südostasien oder auch den Ländern auf dem Balkan nicht genug Hilfe gegeben haben für die notwendige Infrastrukturentwicklung zu guten Standards. Also machen das jetzt die Chinesen auch prima. Und die zweite Erklärung war, naja, die haben Überkapazitäten im eigenen Land, die müssen sie halt irgendwo unterbringen. Nicht? China produziert mehr als 50% des Stahls weltweit und die Überkapazitäten im chinesischen Stahl sind größer als die europäischen Gesamtkapazitäten. Ja? Und dann setzt sich aber doch jetzt Stück für Stück durch, dass es halt so unschuldig doch nicht ist, sondern dass da auch eine Machtpolitik dahinter ist. Und dann erlebt man die Geschichten von einem Hafen in Sri Lanka, den China der dortigen Regierung aufgeschwatzt hat und dann rechnet er sich nicht. Und dann
findet man eine wunderbare Lösung, dass der Hafen jetzt für die nächsten 99 Jahre eben einem chinesischen Eigentümer gehört. Also sozusagen die Hongkong-Lösung, die die Briten mal erfunden haben, jetzt auf Sri Lanka chinesisch gewendet. Und in Ländern wie Montenegro führen einzelne mit den Chinesen zusammen angepackte Investitionsvorhaben plötzlich zu einer explodierenden Verschuldung. Dann stellt man fest, weit über 80% aller Verträge, die überhaupt geschlossen worden sind, um diese Initiative voranzutreiben, landen in den Taschen von chinesischen Unternehmen. Da gibt es offensichtlich nicht so wirklich einen fairen Wettbewerb. Dann stellt man fest, China versucht, eigene nationale Standards zur Voraussetzung zu machen für die Kooperation. Das heißt, Globalisierung, wo wir eigentlich dabei waren, globale Standards zu schaffen, die das Wirtschaften international insgesamt erleichtert, plötzlich der nationale Weg. Dann stellt man fest, China erzählt zwar viel vom Abbau von Kohle im Energiebereich, also von der Reduzierung der Kohlekraft, und auf der anderen Seite sollen eine dreistellige Zahl von Kohlekraftwerken gebaut werden im Rahmen dieses Belt and Road Projektes. Das heißt, wenn nur die Hälfte davon gebaut wird, können wir das Pariser Klimaabkommen vergessen. Also das sind einfach zu viele Widersprüche. Und China hat bis jetzt auch nicht verstanden, dass man so großes Projekt, wenn es nicht die Projektion von Machtpolitik eines einzelnen Landes sein soll, dann multilateral managen muss. Das heißt, mit allen Partnern gemeinsam und nicht jeweils mit jedem Land extra, sodass man durch das Übergewicht, das man gegenüber kleinen Ländern hat, jeweils die eigenen Interessen einseitig durchsetzen kann. Deswegen gibt es jetzt eine zunehmende Kritik. Ich glaube, dass die in China ankommt. Ob die Konsequenzen daraus ziehen, ist noch nicht so ganz klar. Sie legen jetzt einen Belt and Road Fonds auf, wollen Sie zumindest. Ja, aber bei dem letzten Belt and Road Gipfel in China, der gerade stattgefunden hat, sagte ein chinesischer Verhandlungsführer zu einem europäischen Vertreter, nachdem der vorsichtige Kritik geäußert hatte: Übrigens, Sie sollten mich daran erinnern, dass Ihr Präsident hier nicht mehr eingeladen wird. Ich meine, das ist nicht unbedingt partnerschaftliches Verhalten. Das ist die übelste Art von Großmachtpolitik. Und ich fürchte, dass die Lektion in China noch nicht angekommen ist, dass man sich entscheiden muss, wenn man mit Europa partnerschaftlich handeln will, für eine Politik, in der gemeinsame Regeln für alle gelten und nicht der Stärkere handelt, wie er will, und der Kleinere handelt, wie er muss. Wenn man das jetzt alles hört von Ihnen, wenn man dazu noch Trumps Protektionismus nimmt, brauchen wir doch eigentlich ein stärkeres Europa, oder ist das die falsche Schlussfolgerung, die ich jetzt ziehe? Das ist absolut die richtige Schlussfolgerung. Europa muss sich mehr auf sich selbst verlassen können. Und ich glaube, dass erfreulicherweise diese Schlussfolgerung auch auf verschiedenen Seiten des politischen Spektrums gezogen wird. Das heißt jetzt nicht, dass wir zu China oder zu den USA einen Gegenpol bilden sollten oder versuchen sollten, ein drittes Supermacht zu werden. Ich glaube, dafür ist Europa gar nicht gebaut. Was wir aber tun sollen, ist, dass wir festhalten an diesem Erbe der letzten 70 Jahre, wo eine Weltordnung geschaffen worden ist mit der UNO im Zentrum, die nach dem Prinzip funktioniert: Es gelten Regeln für alle. Es soll sowas geben wie eine internationale Herrschaft des Rechts und nicht einfach die Dominanz des Stärkeren. Und das heißt dann, zusammenzuarbeiten mit anderen Ländern, die da gar nicht so sehr unterschiedlich gepolt sind von uns, wie ASEAN oder Japan, Mexiko, Kanada, Australien, Neuseeland und vielen anderen. Natürlich auch mit den USA und China die Zusammenarbeit zu suchen, wo es geht, aber sich auch auf die Hinterfüße zu stellen, wo es notwendig ist, eine klare Kante zu ziehen. Und so hilflos sind wir Europäer ja gar nicht. Jetzt sind Sie viele, viele Jahre schon im Europäischen Parlament. In der letzten Legislaturperiode hat es eine Stärkung des Europäischen Parlaments gegeben.
brauchen wir eine europäische Verfassung. Sie hat noch gerade die UNO gesagt, wir sitzen da mit unterschiedlichen Außenministern im Sicherheitsrat. Bräuchte es da nicht jemand, der für die EU da spricht? Also brauchen wir mehr Europa, auch wenn man vor dem Hintergrund dessen, was wir gerade eruiert haben? Es gibt immer zwei Wege, mehr Europa zustande zu bringen. Das eine ist der pragmatische, in dem die damit beauftragt sind, sich besser koordinieren. Und das andere ist der strukturelle, indem man einfach durch einen Umbau der Institutionen dafür sorgt, dass mehr Gemeinsamkeit zustande kommt. Einen strukturellen Schritt nach vorne müssen wir meines Erachtens da machen, wo bis heute in der Außenpolitik das Einstimmigkeitsprinzip herrscht. Wenn ein einziges von derzeit 28 Mitgliedsländern sagt, wir machen nicht mit, dann kann die EU nicht eine EU-Stellungnahme abgeben oder sich als EU positionieren, selbst wenn alle anderen dafür sind. Das ist eine Absurdität. Da muss man einen Schritt weiterkommen. Aber ich glaube, insgesamt ist vor allem die Notwendigkeit der Kooperation wichtig. Also da habe ich jetzt zwei positive Erlebnisse aus der allerletzten Zeit. Vor zwei Tagen haben sich Frau Merkel und Herr Macron in Berlin getroffen mit Ländern vom Balkan, um gemeinsam darüber zu reden, nach welchen Prinzipien man dort den Frieden stabilisieren kann. Ein paar Wochen ist es her, da hat Herr Macron, als der chinesische Parteichef da war, Merkel und Juncker dazugeladen, um gemeinsam mit ihm zu reden. Das sind jetzt nur zwei Beispiele. Und noch dazu sind es immer deutsch-französische. Und ich glaube, wir müssen schon auch darauf achten, dass nicht im Rest der EU der Eindruck entsteht, es sind immer nur zwei Hauptstädte, die zusammenschaffen wollen. Und wir andere gucken zu. Da muss man schon mehr sich an der Tradition von Helmut Kohl orientieren, der immer Wert darauf gelegt hat, auch mit den kleineren Partnern vertrauensvoll zusammenarbeiten. Aber dass es so eine Zusammenarbeit gibt und nicht Macron und Merkel jeweils nur ihr eigenes Ding machen, das ist schon ein Schritt nach vorne. Und ich glaube, dass man das in dem ganzen Bereich der Außenpolitik tun muss. Es wird nicht einfach, weil natürlich unterschiedliche Länder auch unterschiedliche Perspektiven haben. Wo es schon ganz gut geht, ist im Bereich der Außenwirtschaft, weil wir da seit 40 Jahren eine Zuständigkeit der europäischen Ebene haben. Da bin ich Gott froh. Stellen Sie sich vor, wir haben diesen Präsidenten im amerikanischen Weißen Haus. Und jedes einzelne europäische Land müsste für sich selbst Verhandlungen über Handelsbeziehungen führen. Der würde doch alle schon längst unter den Stiefel getreten haben. Nur dass Europa gemeinsam spricht und dass Juncker dahin fährt und sagt, ich spreche für 500 Millionen, führt dazu, dass Europa da auch ein Stück weit was bewegen kann. Sie wollen ein Europa der Demokraten und nicht der Nationalisten. Sie sind im Europaparlament. Wenn man den aktuellen Projektionen des Europäischen Parlaments, die ganzen Wahlumfragen über alle Länder immer einmal pro Woche uns auch zur Verfügung stellen, glaubt, wird die Rechten werden oder die Rechtspopulisten und die Rechten werden stärker werden. Ist da zu befürchten, dass es durch diese Verschiebungen auch zu einer Veränderung im Europäischen Parlament kommt? Es gibt auch Stimmen, die sagen, die waren sich schon immer spinnefeind und werden sich in Zukunft auch spinnefeind bleiben, die Rechten. Aber sehen Sie da Befürchtungen, auch dieser neue Zusammenschluss mit der AfD, mit Le Pens, Lega Nord, befürchten Sie da, dass es schwieriger wird, auch die Arbeit im Europäischen Parlament zu gestalten? Wer bestreiten wollte, dass es da Gefahren gibt, wäre blind. Auf der anderen Seite sollen wir jetzt auch nicht das Kaninchen sein wollen, das auf die Schlange starrt. So übermächtig sind die nicht. Ich glaube, es liegt an uns, an den Demokraten, die Menschen davon zu überzeugen, dass wir eine gute europäische Zukunft bauen können. Und ich sage es nochmal, die Tatsache, dass in fast allen europäischen Ländern die Zustimmung zur EU gestiegen ist, seit die Briten entschieden haben, wir wollen gehen, das ist schon ein Vertrauensvorschuss, mit dem man auch was machen kann. Ich glaube, wir müssen die europäische Demokratie stärken, wenn wir nicht wollen, dass die
Propagandisten des Nationalismus Oberhand gewinnen. Und da gibt es verschiedene Baustellen, die, glaube ich, halbwegs auf der Hand liegen. Zum Beispiel fordert das Europäische Parlament seit langem, dass es das Initiativrecht haben soll. Das heißt, aus eigener Kraft Gesetze initiieren kann. Das möchten wir gerne durchsetzen, dass diesmal eine Verabredung getroffen wird mit dem nächsten Präsidenten der Europäischen Kommission, dass wir das kriegen. Zweitens wollen wir, dass die Einmischung der Bürgerinnen und Bürger, die ja über die Europäische Bürgerinitiative möglich ist, anders als auf Bundesebene, da ist Europa mal im Vorteil, dass die aber einfacher gemacht wird, indem man zum Beispiel ganz schlicht auch elektronisch Unterschriften sammeln kann für eine solche Bürgerinitiative. Das stärkt die Einmischung der Menschen. Drittens wollen wir dafür sorgen, dass im Rat, das ist sozusagen die zweite Hälfte des europäischen Gesetzgebers, wo die Vertreterinnen und Vertreter der 28 Länder zusammensitzen, dass dort Transparenz herrscht. Bei uns im Parlament kann jeder reingucken. Fast alle Sitzungen, außer welche, die extra, wo extra Geheimhaltung angeordnet wird, alle anderen sind öffentlich. Da kann einer beobachten, was ich rede, ob ich da bin, was ich sage. Mehr als beim Bundestag. Mehr als beim Bundestag. Und wir wollen eine Transparenz auch für den Rat, schon allein damit die schändliche Praxis aufhört, dass manche Regierungschefs nach Brüssel fahren, dort für irgendwas stimmen, dann nach Hause fahren und anfangen zu schimpfen, was Brüssel mal wieder für einen Mist macht. Ja? So. Und das Vierte, was auch wichtig ist, ist, dass wir auch die demokratischen Grundprinzipien der EU dort aktiv verteidigen, wo sie in einzelnen Ländern in Zweifel gezogen werden, in Ungarn zum Beispiel. Ja? Und das heißt, dass wir auch bereit sind, zu der Konsequenz zu sagen, wir wollen nicht, dass mit europäischem Geld der Kampf gegen Europa finanziert wird oder die Korruption derer begünstigt wird, die sich dann gegen Europa wenden. Und das soll jetzt nicht den Bürgern Ungarns schaden. Wir wollen, dass das Geld dort ankommt, aber dass die Regierung dann im Zweifel nicht die Kontrolle darüber hat, bei wem es ankommt, ob es beim Spezi von Herrn Orban in der Tasche landet oder doch bei der Bevölkerung oder bei den Bauern. Das sind so Veränderungen, wo Europa stärker werden kann. Ich glaube, dass dieser Kampf um eine gemeinsame, eine solidarische, demokratische europäische Perspektive oder so eine nationalistische nicht nur in einer Parteifamilie stattfindet. Das sehe ich bei den Christdemokraten, die Orbans auf der einen Seite. Ich sehe aber auch Leute, die ganz gewiss dafür nicht stehen. Also der Spitzenkandidat Weber ist kein solcher. Ich sehe aber das Problem auch bei den Sozialisten. Wenn Sie sich die rumänischen oder die bulgarischen Sozialisten angucken, die sind nur dem Namen nach Sozialisten, sonst sind sie extreme Nationalisten. Ich sehe das Problem bei den Liberalen in Spanien oder auch in Rumänien. Und ich glaube deswegen, dass die Demokraten, die wollen, dass dieses Europa stärker wird, einen Weg finden müssen, zusammenzuarbeiten. Aber das heißt halt nicht, dass man sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigt. Wir sind nicht nationalistisch, das langt nicht. Sondern man muss die Probleme anpacken, die den Bürgern auf die Nerven gehen, wo die Bürger sagen, da muss ich was bessern. Jetzt hat Frau Barley schon gesagt, dass sie nicht mehr zwangsläufig mit der EVB zusammenarbeiten will. Sie haben auf ihrer Homepage, das habe ich heute Morgen noch gesehen, mal so ein bisschen aufgegliedert, wo sie mit der EVP oder mit Herrn Webers Positionen übereinstimmen und wo nicht. Ich glaube, von 12 Positionen waren es nur 4. Wird sich da auch vielleicht, und weil Sie das gerade so ansprachen, bei den Demokraten, was, also diese Fraktionen, die es im Moment gibt, werden die sich vielleicht auch auflösen, werden da Demokraten zusammenarbeiten oder wird das weiterhin, so wie wir es jetzt kennen, so bleiben? Ich habe tatsächlich mal verglichen, dieses Wahlprogramm, das Herr Weber präsentiert hat und die 12 Kernforderungen, auf die wir Grüne uns im November geeinigt haben, europaweit. Mal abgesehen davon, dass wir das demokratisch gemacht haben und bei ihm kommt es aus dem Griffel seines Wahlkampfteams, was schon ein politischer Unterschied ist, sind die Überschneidungen, muss ich sagen, zu meiner eigenen Überraschung eher gering gewesen. Ja. 4 Themen sind es, da reden wir wenigstens über das Gleiche, sagen aber nicht das Gleiche. Also Klima,
adressiert er schon, bleibt aber unglaublich vage. Er redet von der Jugend, aber spricht die Themen gar nicht an, die nach meiner Erfahrung die jungen Leute berühren. Ja, er redet von Gesundheit, das ist gut, und dass er jetzt einen Masterplan gegen Krebs vorantreiben will, aller Ehren wert. Aber das ist halt nicht das Einzige, was bei der Gesundheit eine Rolle spielt, sondern die schlechte Luft durch Emissionen, die Vergiftung vom Wasser durch Chemie in der Landwirtschaft, alle diese Dinge finden bei ihm nicht statt. Er hat kein Wort verschwendet in seiner Programmatik zur europäischen Landwirtschaft. Das geht eigentlich gar nicht. Da brauchen wir eine Agrarwende. Da brauchen wir eine Landwirtschaft, die nicht auf Tierquälerei setzt, wie leider bis jetzt viel zu sehr. Er hat auch andere Dinge, zum Beispiel, wo wollen wir in Europa investieren? Wo müssen wir investieren, um wirtschaftlich voranzukommen? Hat er ausgeklammert. Ich muss sagen, am meisten hat mich verblüfft, dass bei uns im Programm das Thema Wirtschaft mehr vorkommt als bei der CDU. Ja, das ist eigentlich sehr komisch. Und trotzdem will ich sagen, wir werden uns darum bemühen, auszuloten, wo es Gemeinsamkeiten gibt. Wenn es nur Gemeinsamkeiten in der Phrase sind, wenn es nur Gemeinsamkeiten im Lippenbekenntnis sind, dann kann man das den Hasen geben. Ne? Das braucht keiner. Aber wenn es uns gelingt, und ich glaube, wir werden eine Chance haben, weil wir stärker werden, so sehe ich kommen, wenn es uns gelingt, da neue Weichen zu stellen, dann werden wir angesichts der allgemein verbreiteten Erkenntnis, dass wir nicht endlos viel Zeit haben, um uns auszuruhen, wären wir ja mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn wir es nicht probieren würden, was man an Gestaltungsmehrheit hinkriegt. Und das gilt für die Sozialisten, das gilt für die Liberalen, das gilt gegenüber den Linken, das gilt gegenüber den Christdemokraten. Wir haben aufgeschrieben, was wir für die Bürger verändern wollen. Und das fängt mit dem Thema Klima an und hört auf mit der Frage, dass wir endlich wollen, dass nicht weiter von Europa Waffen an Diktatoren und Kriegsparteien exportiert werden, um das Elend in der Welt noch zu vermehren. Das ist die Basis, auf der wir mit allen anderen reden wollen. Und das sehen wir mal. Reinhard Bütikofer, Kandidat Bündnis 90 Die Grünen auf Listenplatz 4 auf der Bundesliste für das Europaparlament, das am 26. Mai gewählt wird. Herzlichen Dank für die sehr interessanten und sehr ausführlichen Ausführungen. Danke. Okay.